Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Und zwar gehen wir heute Magnetangeln. Endlich habe ich mir so einen Neodym-Magnet gekauft. Ich wollte das nämlich schon immer mal ausprobieren. Und ja, ich zeige euch gleich die ganzen Gerätschaften, was man dazu alles braucht. Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Es könnte interessant werden. Ich hoffe, wir ziehen ein paar Kalaschnikows aus dem Wasser, vielleicht auch mal einen Panzer. Stopp! Lebensgefahr. Versinken im Boden bei Betreten des Beckens. Nehme ich mir zu Herzen. Danke für den Hinweis. So, erstes Gewässer. Wir sind an der Werre. Immer noch. Und hinter mir befindet sich eine Kläranlage. Und hier fließt wahrscheinlich sauberes Wasser wieder raus. Ich habe hier damals auch ein paar Bachsaiblinge gefangen. Aber es sieht auch so ein bisschen aus, als würde hier mal jemand stehen. Und ja, hier liegen Stümmel, Zigarettenstümmel. Mensch, jetzt hat er sich hier irgendwie schon wieder. Ich habe mir ein Seil, also ein Magnet gekauft. Das ist ein Ösen Neodym Magnet mit 118 Kilogramm Haftkraft. Bis zu 118 Kilogramm. Hat 6 cm Durchmesser und ein Seil, weiß ich nicht wie viel Kilo das tragen kann, aber ich denke mal 100 Kilo wird es auch schon. So. Das Seil ist ca. 15 Meter lang, wir probieren jetzt unsere ersten Würfe. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem und zwar habe ich immer noch kein Stativ und ich weiß nicht, wo ich meine Kamera hinstellen soll. Weil ich muss ja irgendwie werfen. Aber wir gucken jetzt mal. Gehen jetzt hier irgendwo rein. Das sieht aber richtig gut aus. Ich wette, hier sind wieder ein paar Forellen. Ich habe jetzt aber keine Angel mit. Oh, guck mal, hier könnte ich meine Kamera draufstellen. Ah, so, ne? Machen wir so. Und dann so, ne? Ich glaube, jetzt ist gut. Also. Seil habe ich vorhin schon eingewickelt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das aufwickeln soll. Dass der Anfang hier bzw. Ende. So, okay. Das kommt dann in die Hand. Damit ich das Seil nicht verliere, falls ich mal doch zu weit werfen sollte. So, und dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie wie ein Lasso werfen können. Hier der erste Knoten. So. So. Und dann machen wir unseren ersten Wurf. Ich werde erstmal so circa 5 Meter werfen, um zu gucken, wie das so funktioniert, wie die Wurfeigenschaften sind. So, machen wir mal 5 Meter. Das fliegt aber das Teil, das fliegt doch, das sag ich dir. Und dann einfach einziehen oder wie? Boah, das hätte ich aber nicht gedacht. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass hier auf einmal so viel Müll kommt. Das ist doch krass, ist das doch. Boah. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Nagel. Was ist das? Eine Scheibe? Ja, und ansonsten haben wir hier... Ist das alles magnetisch oder was? Was sind das denn für Metalle?
weiß ich nicht. Aber die sind sehr schwach magnetisch. Also ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt... Dieser Nagel ist schon ein bisschen härter, stärker. Gut, das machen wir ab. Das müssen wir nämlich alles mitnehmen. Und das bleibt hier nicht alles liegen. Zweiter Wurf. Machen wir ein bisschen weiter. Was ist denn das? Hier sind die Steine? Magnetische Steine? Was ist denn das? Was sind das für Steine? Die magnetisch sind, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja alles magnetisch. Was ist das? Das ist Metall auf jeden Fall. Aber die Steine, dass die magnetisch sind? Okay. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Ich melde mich, wenn wir was Interessantes finden. Ich schmeiße hier noch so 10, 20 Mal rein und dann fahren wir zu einem anderen Platz, wo ich glaube, vielleicht könnten wir da was anderes finden. Was ist das denn? Plastik, Metall. Kann jemand sagen, wie lange das hier schon drinnen liegt? Ich nämlich nicht. Und was ist mit diesen ganzen Steinchen? Sind die alle magnetisch oder wie? Magnetfeld der Erde. Oh, eine kleine Kugel. Oh, ich glaube, irgendwas Großes ist hier dran. Was ist das denn? Hör mal, was ist das denn hier, hör mal? Was ist das denn hier? Das kann ich doch nicht alles mitnehmen, hör mal. Wie soll ich denn sowas alles mitnehmen? Wenn das so weitergeht, dann kann ich Schrotthändler werden. Also, dazu kann ich nur sagen, Altmetall. So, wir sind jetzt an der zweiten Stelle. Und zwar ist das eine Brücke direkt hinter McDonald's. Hier oben ist auch noch ein Bürgersteig, wo auch Leute lang gehen und manchmal stehen, spucken runter, schmeißen was runter, keine Ahnung was. Ich habe auch schon eine coole Technik herausgefunden. Also wenn ich das Seil einschmeiße, dann ziehe ich das so, lege ich das dann hier drauf. Und wenn ich schmeiße, dann fährt das hier einfach runter. Gut oder nicht? Scheint so, als ob hier nur Beton ist. Keine Erde. Aber das klopft richtig auf den Boden. Gut, was haben wir hier dran? Gar nichts. Ja, ist nur Beton. Okay, machen wir ein bisschen weiter. Oh. Alureifen auch noch. Okay, was ist das jetzt hier? Das legen wir erstmal hier hin. Weiß jemand, was das ist? Hier ist ein Faden dran. Hier ist ein Faden dran. Dann ist hier ein Gewinde. Und hier ist wahrscheinlich was zum Schrauben, ne? Keine Ahnung. Leute, erster Wurf. Ich dachte, ich werfe erst ein paar Mal, aber gleich beim ersten Wurf habe ich irgendwas da dran. Also fühlt sich auf jeden Fall so an. Guck mal, was das ist. Was ist das? Ein Bierdeckel. Na sicher.
Wer schmeißt hier Bierdeckel hin? Irgendwelche Säufer. Kommt alles hier rein. Das Wasser, ich liebe diesen See, der ist so schön, dieser See. Es ist einfach der schönste See, den wir überhaupt haben hier in der ganzen Stadt. Die anderen Seen sind alle, da sind immer Menschen, da sind immer so viel Müll. Ich glaube, ich habe wieder was. Ich habe irgendwas. Ja, ich habe irgendwas. Ist auf jeden Fall richtiger Widerstand. Oh, hier liegt doch irgendwas. Rum? Vielleicht eine Angel. Da ist auf jeden Fall was dran, ich spüre das. Gucken wir mal jetzt, was das ist. Also hier scheint doch noch nie jemand. Jetzt wird es fester. Aha. So. So. Da ist irgendwas dran. Irgendwas Festes. Gucken wir mal. Nee, da ist irgendwo. Da sind Steine liegen hier drinnen wahrscheinlich. Komisch. Gut, ich werfe jetzt noch ein paar Mal. Machen wir mal ein bisschen seitlich links. Stopper.